wir sind wieder da. Jetzt müsste auch das Bild besser da sein. Jo, doch, sieht auch ganz toll aus. Ja, also. Ja, im Vergleich zu der Tetris-Grafik, die wir hier haben. Ja. Nee, also das hier ist schon top, da kann man nichts sagen. Alles ganz toll. An dieser Stelle nochmal danke an den Lutz, der uns da mal kurz. Jetzt ist es noch von dem Herrn Jäger soweit. Richtig. Und der fällt natürlich jetzt wieder zurück. Ebenso wie Markus Vogt und auch Christoph Bartels, M-Tech, war bis gerade in der Box. Ist jetzt richtig. Wieder am Weg nach draußen. Für wer auch gewechselt hat, ist das Team auf Platz. Oh, sehe ich das jetzt richtig? Nee, warte mal. Platz 3 in der GD1. Jetzt weiß ich noch nicht, ob die den Platz 3 behalten oder ob die vielleicht einen Platz 2 holen. Ich will gerade mal gucken. Weil die, ja. Ich hab's gerade Fahrwechsel. Ich beziehe mich hierbei übrigens auf Green Flashes für alle, die jetzt total durcheinander gekommen sind bei meiner Ausdrucksweise. Green Flashes hat jetzt der Matthias Siegel an den Felix Hein übergeben. Jetzt hörst du dich nicht mehr. Ich bin gerade irritiert. Möchte ich dich nicht stören dabei? So, ja, also hier kam gerade eine Vermutung auf und das kann ich dementieren. Das kann ich dementieren. Ja, es kam die Vermutung auf, dass hier ein Fahrwechsel auf der Strecke durchgeführt worden ist, aber das stimmt nicht. Also das habe ich jetzt selber gesehen, dass der Fahrwechsel in der Box stattgefunden hat. Das funktioniert ja eigentlich auch nicht so einfach. Und ja. Also da würde ich mich so nicht drauf verlassen wollen, schon gar nicht, wenn heute irgendwelche Namen irgendwie total falsch angezeigt werden. Abgesehen davon könnte man es ja auch im Replay sehen, wenn sich auf einmal der Fahrername ändert oder so. Ja. Nee, ich habe das aber hier auch auf dem Monitor gesehen, wann da ein Wechsel stattgefunden hat. Ja, wie gesagt, also im Moment sieht es folgendermaßen aus. In der GD1 Gödiger, vor Motorsports, vor Engelhardt, Killerfish, Corvette ist das übrigens. Dahinter auf Platz 3 Felix Hein in der Green Flash Salin, der eben das Auto von Matthias Siegel übernommen hat. Und auf Platz 4, 5,5 Sekunden dahinter nur, wohlgemerkt, Sascha Kappel im Werbemodo 2 Auto, im Lamborghini. An der Spitze momentan der Fege, ich weiß nicht, aber ich glaube, der Abstand, der bleibt so ungefähr gleich. Ja, so. Martin van Ooyen und Philipp Jäger. Die zwei kommen wieder langsam aneinander. Hier haben wir sie auch schon im Bild. Der Herr Jäger könnte nur den Vorteil haben, dass er jetzt weniger nachtanken musste als die meisten anderen und vielleicht zum Ende des Rennens etwas frischere Reifen hat. Aber ob das wirklich so ein brachialer Vorteil ist, mag es bezweifelt, glaube er, dass er jetzt gleich wieder geschluckt wird. Denke ich mal, also dass er nicht nachtanken musste, das ist Fakt. Nämlich genau das hat ihn wieder nach vorne gespült, vor dem Martin van Ooyen. Jetzt ist noch die Frage, ob die zwei wieder so eine Nummer abliefern wie vorhin. Weil da war das ja auch so eine enge Kiste. Oh, da war doch irgendwas auch im Kies. Was ist das? War das euer Auto? Werbomodo Hoverkamp? Ich konnte es leider nicht komplett erkennen. Ah, ich hätte es schwören können. Ja, da vorne ist Hoverkamp gewesen. Ja, ich weiß aber nicht, ob er das war, der da im Kies war. Außen. Asari Ausgang rechts sozusagen. Ja, da ist ja noch so ein kleiner Notausgang. Patrick Wester in der Box. Da hat der Jäger gerade einen Fehler gemacht. Das kann man so sagen. Ja, jetzt fahr doch nicht schon wieder so hart miteinander. Ah, krieg. Ja, vorhin, das war ja der Guido Jonscher und der, ja, Philipp Jäger, jetzt ist es ja der Martin van Ooyen. Martin ist ja auch ein ganz, wie soll ich sagen, gemütlicher Zeitgenosse.
Ja? Ohne dass ich jetzt den Guido da was Böses will, um Gottes Willen. Nee, ich meine nur, also Martin habe ich ja auch schon so ein bisschen kennenlernen dürfen in Teams. Ja? Und, oh da, ERS auf Abwägen. Ja, hatten wir schon ein paar Mal bei denen. Ja, so, wer ist denn das da dahinter? Das ist doch der Dingerin, oder war das der LMP? Nee. Doch, das ist der LMP. Jetzt habe ich hier in unserem Petris mich verguckt gehabt. Ich habe erst gedacht, das wäre der LMP2 von Killerfisch. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Guido, also Schweizer, ja. Ja. Und aus Frauenfeld, das ist unweit von Konstanz am Bodensee. Aber auf Schweizer Seite. Und ja, ganz netter Typ. Kann man sich gut mit unterhalten. Und ja, dass er überholen kann, haben wir ja auch gesehen. Ganz abgedroschen. Dementsprechend haben wir jetzt da Positionstausch. Also in der LMP2 übrigens, lustigerweise, der das Quali nicht mitgefahren hat, der liegt auf Platz 1, das ist nämlich der Claudio Stoggart. Gefolgt vom hier im Bild Martin van Ooyen, dahinter praktisch der Philipp Jäger im Motorsport for All Auto. Und dann kommt der Tobias Sonnenberg, den ich nämlich zuerst direkt hinter den Zweien gesehen habe, wo ich es aber mit dem Thiermann-Büchow verwechselt habe. Ja, Thiermann-Büchow, der hat jetzt natürlich durch diese Aktion hier ein bisschen Zeit verloren. Fege kommt näher, der ist jetzt auf 3 Sekunden, 3,5 Sekunden dran, um die 4 Maximum. Und müssen wir mal weiter beobachten, ob der Abstand jetzt kleiner oder größer wird oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall, hier ist noch ein bisschen Würze drin. Ja, da gab es auch nochmal wieder einen Positionswechsel. Und dahinter steht er. Christian, der sich jetzt wahrscheinlich da genauso die Zähne ausbeißt wie vor ein paar Minuten der Benjamin. Na, ist schon vorbei, Glück gehabt, ja. Hat gut geklappt. Nee, hat nicht gut geklappt, weil hier Wiese. Stockhardt in der Box. Jetzt wird's interessant. Er müsste auch länger als eine halbe Minute in der Box verbringen. Somit müsste der Herr Jäger wieder die P1 übernehmen. Ja, vor allen Dingen hatte jetzt der Christian durch seinen Abritt oder Ausritt den Philipp so blöd geschnitten, dass Philipp lupfen musste und dadurch jetzt beinahe der Martin wieder einen Angriff hätte setzen können. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken. Claudio immer noch in der Box. Claudio verliert jetzt die 2 Positionen. Damit ist jetzt Philipp Jäger erster. Van Ooyen zweiter, Sonnenberg dritter. Und jetzt kommt's. Der Stoggart nur noch vierter. Und das Lustige ist, dass der, oder was heißt Lustige, der Tobias Sonnenberg praktisch im Killerfisch LMP2, den sieht man da schon im Hintergrund hinten. Der kommt jetzt. Hier geht's um Platz 1 in der LMP2. Das scheint wirklich die engst umkämpfte Klasse zu sein dieses Jahr. Es war im Vorfeld nicht abzusehen. So, jetzt komme ich gleich noch mal zu irgendwas. Oder zu was. Zwei Autos, die im Moment auf 1 und 2 liegen, die haben dieses Jahr schon gewonnen. Wenn wir aber... Oh, das ist doch das Kabelauto. Ja, das ist richtig. Das sieht aber ganz schön kaputt aus. Ja, das ist richtig. Deswegen ist er auch eben genau an dieser Stelle, die wir hier im Bild haben, abgeflogen. Da wollen wir mal gerade gucken, wo ist denn das Kabelauto? Wer fährt denn da eigentlich? Ich sehe den Kabel bei mir gar nicht in der Liste. Doch, 18. P18. So, ganz kurz zurück, dann erkläre ich noch was zu den 2 LMPs. Irgendwie hatten wir doch die Szene heute schon mal von dem Sascha, ne? Richtig. Nee, da war er schon kaputt. Nee, der Schaden, der ist auch schon dann eine Dreiviertelstunde. Nein, das Auto, guck doch mal hier, die GT2 holen doch sogar auf. Nein, das ist aber, dass die Haube weg ist, das ist schon was länger. Okay, dann mache ich mich mal anderweitig schlau. Also ich habe die Information, dass wohl der VE-Wagen von, das muss ich überlegen, Novka, den Sascha umgedreht hatte und daher das wohl kommt. Ob das jetzt so stimmt, ich habe das auch nur aufgeschnappt jetzt, dann deswegen steinigt mich, ich habe selber nicht gesehen. Ist halt so. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Jäger von 9, Platz 8 und 9, Gesamtwertung. Ja, jetzt zu dem Thema. Und zwar, das Auto, was sich momentan auf Platz 1 und 2 befindet, hat dieses Jahr schon ein Rennen gewonnen. Wenn wir aber
wirklich an unserer bisherigen Situation festhalten wollen, dass nämlich jedes Rennen ein anderes Auto gewinnt, müssten die zwar jetzt den auf Platz 3 liegenden Tobias Sonnenberg vorlassen, ja. Und dann hätten wir in dem siebten Rennen den siebten Sieger. Also den siebten verschiedensten Sieger. Deswegen, Jungs, überlegt euch das nochmal, ja, ob er nicht hier mal lupft. Weil der Sonnenberg läuft jetzt auch auf dem Van Ooyen auf. Ich glaube, der Van Ooyen, der tut sich das gerade, soll ich sagen, verinnerlichen, was ich gerade gesagt habe. Weil ist der da hinten nicht mehr weg. Wir gucken uns das mal an. Auch hier auf so schöne Kameras. Da hinten am Horizont sieht man, ne? Aber jetzt sprichst du nicht mehr mit mir, oder was? Ich spreche sowas von alles, was du möchtest. Ich stehe auf dem Sonnenaufgang, wo irgendeiner... Habe ich alles im Blick. Ja, ich meine nur, ich bin mich hier mit dir unterhalten und du reagierst überhaupt nicht. Ich versuche mal wieder meinen Affaktor-Monitor auf dem neuesten Stand zu halten. Der zeigt nämlich wieder Müll an. Ach so, du zweifelst wohl gerade an dem VRS in der LMP2-Klasse, oder was? Nee, ich habe wieder Leute in der Box angezeigt bekommen, obwohl keiner in der Box ist. Ja, gut, dann hättest du jetzt aber feststellen müssen, dass der Claudio Stogger das Auto an den Stefan Wiege übergeben hat. Aber ich sehe schon. Ihr habt verqualmt übrigens im Bild. Also, du bist heute nicht wirklich gut bei der Sache, muss ich feststellen, ja? Ja, Faktor Monitor hatte ich schon wieder beendet. Hat fast 4 Sekunden gehalten. Ja, also liebe Zuschauer, ihr seht, das war aber ein hartes Manöver von dem Patrick Fester. Ja, das war knapp. Das würde ich mir gerne nochmal angucken, weil das doch ziemlich optimistisch gewagt. War. Gewagt, ja. Ihr fährt da ran, verliert Speed, setzt sich trotzdem daneben, fährt vor und macht was? Naja, sah schlimmer aus, als es war. Also genau, war aus seiner Perspektive war alles richtig. Ja, war alles ganz im Bereich. Oh, Noah in der Box, Nevi. Alle, die den Nachnamen nicht kennen. Wo ist denn der Peter Kiermaier jetzt da eigentlich? Dahinter. Ja, erzähl mal, hier saß ja eigentlich immer mal der Carsten Marquardt mit auf dem Auto, Harald, dein Admin-Kollege, wo ist denn der eigentlich? Ich habe da irgendwas mit Internetleitung gehört oder stimmt da was, weißt du da was? Also meine Information ist ein bisschen anders. Er hat sich beim Frösche sammeln und ausstopfen an einem giftigen Frosch vergiftet und kann jetzt nichts mehr anpacken. Hat jetzt die Hände verätzt. Das ist die Info, die ich habe. Er war irgendwie auf der Mecklenburg-Vorpommerscher Seenplatte oder wie das heißt und da hat er sich beim Frösche im Moor sammeln bei giftigen Fröschen die Hände verletzt. Das ist die Geschichte, die ich zugetragen bekommen habe von einem Insider. Muss ich das jetzt glauben? Soll ich das glauben oder tust du mir jetzt was vom Frosch erzählen? man könnte jetzt sagen, ich würde dir Frösche aufbinden, aber sowas mache ich natürlich nicht. Jeder, der mich näher kennt, weiß das. Also mein erfragter Monitor kommt mir ein bisschen vor wie Stummfilm hier. Der wackelt sich einen zurecht. Nicht so schön. Ja, so, es gibt übrigens im Moment keine direkten Zweikämpfer. Also nicht wundern, wenn wir hier den ERS-Büschow im Bild haben. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Der ist, wie gesagt, nur so im Bild. Es gibt momentan keine Zweikämpfer. Und dementsprechend denke ich mal, gucken wir einfach mal durchs Feld, wen wir heute alles noch nicht im Bild hatten. Hier den All-Star Porsche, der auch schon leicht veränderte Aerodynamik aufzuweisen hat. Ja, schon fast hat Runde heute zwei, glaube ich. Wirklich im Bild. Und zum ersten Mal heute ist, glaube ich, der Stefan Wilke seit kurzem im Auto. Er darf nur das Finish fahren. Wer hat denn heute einen Start gefahren bei VHS? Der dritte. Nee, der Claudio.
Der ja. Claudio war ja derjenige, der im Quali auch vom Surfer geflogen ist. Das ist richtig, ja. Und wer ist als zweites gefahren? Der Claudio. Richtig. Also ist der Markus Brüch heute gar nicht gefahren? Nö, ich habe ihn nicht bewusst wahrgenommen. Ja, haben wir es doch. So, 37 Minuten Rest. Mal schön am oberen Bildschirmrand. Ich gebe jetzt noch mal die aktuelle Positionierung durch, dass wir den Überblick haben. Übrigens Fege in der Box. Also da bin ich jetzt mal gespannt, wie viel Sprit die mitnehmen und wer da jetzt das Auto gleich fährt. Die können sich einen Fahrzeugverlust durch Wechsel nicht erlauben. Da müsste der Fege schon weiterfahren. Tiermann müsste auch demnächst irgendwann mal kommen. Denn im Moment ist Tiermann bzw. Killerfischer noch kein direkter Konkurrent. Da können sie ruhig auf ein paar Punkte Einbußen eingehen. Hauptsache, sie machen auf den Herrn Schrödel Boden gut. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, inwieweit jetzt der Tiermann, der muss auf jeden Fall jetzt demnächst auch in die Box, also ich schätze mal, lang fährt er nicht mehr. Der Tiermann ist jetzt auch, wo ist denn der auf der Strecke? Der fährt jetzt gerade in die Ascari ein. Ja, genau. So, und ich vermute aber mal, dass der die nächsten zwei Runden dann auch reinkommt. Hausen ist zum Beispiel in der Box. So, hier haben wir Tiermann im Bild. So, Driske auch in der Box. Die Driske, die müssen gewechselt haben. So, Tiermann fährt jetzt nochmal durch. So, jetzt haben wir ja vor kurzem so ein tolles Spotter Guide gehabt. Wer sitzt denn eigentlich mit dem Tiermann auf dem Killerfischer-Auto? Weiß das einer? Ich weiß es nicht. Nicht mit der von der Partie. Ja, wenn du jetzt der Insider gewesen wärst, hättest du gesagt Lanzarote und Oral. Ich dachte, du meinst den neuen LMP2. Wenn ich sag, wer sitzt denn mit dem Tiermann auf dem Büsch hoch? Ach so, ja gut, da hätte ich natürlich auch akustisch bei dir sein können, ne? Denk nicht mal dran, das ist nicht gesund. Nee, für beide nicht. Oh, da haben wir jetzt einen ganz neuen Namen auf Platz 12. Welches Auto ist das denn? Also den habe ich ja noch überhaupt nicht gelesen, den Namen. Marcel Mursa bei OSR auf dem LMP2 ist das. Das ist das Auto, was momentan auf Platz 4 liegt in der, nee, 5, 5 in der LMP2-Wertung. Übrigens, es ist echt beeindruckend, wir haben bis jetzt erst 4 Ausfälle. Also das wundert mich, das überrascht mich, das schockt mich schon fast ein bisschen nach dem Lemmer rein. In den 4 Ausfällen ist auch ein Kamerafahrzeug drin, den dürfen wir eigentlich nicht mitzählen. Oh, okay, es sind 3 Ausfälle und ich glaube, das Hecher-Auto war doch, glaube ich, gut, eigentlich haben wir mehr Ausfälle. Uns fehlen ja auch Schmitz und... Ach, gleich. Ja, stimmt, die Leute, die hinterher... Ja. Und Häusler, die zwei sind ja auch ausgefallen. Also haben wir effektiv bis jetzt 5, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, ist trotzdem noch ein sehr guter Wert, finde ich. Ja, so. Was ist da los? Da ist doch was los. 9. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, der Kiermaier hier in dem ERS LMP1 hält gerade die LMP2-Mode auf und der Jäger tut sich vorne kaputt lachen. Weil der Jäger kann nämlich jetzt so beruhigt schön vorne wegfahren. Er hat jetzt schon 4,5 Sekunden oder 5 Sekunden auf den Martin van Ooyen gut gemacht. Weil der sich hinter dem ERS-Büschow die Zähne ausbeißt. Das Lustige ist, der Sonnenberg dahinter holt immer weiter auf. An dieser Stelle tue ich mal appellieren, falls da irgendjemand von ERS hört. Entweder haltet er den Jungen auf, den Onkel Martin van Ooyen, oder ihr lasst ihn einfach durch. Weil da geht's wirklich um den Sieg in der LMP2-Klasse. Und das wäre dumm, da ein LMP1 dazwischen rumgorkt.
Ja, erst einmal will ja natürlich der Christian Fege vorbei. Ja, das Problem ist jetzt, da hängt der Fege ja auch da noch fest mittendrin, gell? Thiermann ist übrigens nochmal vorbeigefahren. Der müsste jetzt aber eigentlich mal kommen. Wollen wir rechnen. 64 minus 33 sind wie viele Runden? Ach, vergiss es. 32 Runden kann der Thiermann fahren. Der war zuletzt drinnen in der 64. plus 32 sind 96. Jetzt sind wir in der 93. Also der kann jetzt noch 3 Runden fahren, dann kommt er auch. Jo. Also der Michael Müller hat übrigens gesagt, dass sie vorgezogen haben ihren Stopp, aber das macht nichts, dass du dann der Situation gar nichts ändern. Der Thiermann kann trotzdem noch 3 Runden fahren. Frage ist jetzt nur, inwieweit der Christian jetzt hier im Verkehr festhängt und gegenüber dem Thiermann vielleicht Zeit verliert, ich weiß es nicht. So, Schrödel jetzt übrigens in der Box, der Drittplatzierte. Ja, ich glaube, für Schrödel oder für MSV wird es auch, glaube ich, nicht mehr weiter nach vorne gehen. Die werden auf 3 bleiben. Ja, es wäre jetzt auch Quatsch, wenn sie Meisterschaftsführung haben und jetzt irgendein Risiko eingehen, weil mit der Position bleiben sie auf jeden Fall an der Spitze. Ja, das ist, die werden die Gesamtwertung behalten. No Limit Audi kann zwar wieder einen Zacken aufholen, aber nur minimal. Ja, es sei denn, die backen es irgendwie jetzt noch an dem Thiermann vorbei. Wobei natürlich auch der Audi das insgesamt drittplatzierte Team ist, ne? Wir müssen ja erstmal ihren Teamkollegen überholen. Du hörst mir wieder nicht zu, Harald. Ich darf ein bisschen aufholen. Die ersten zwei sind gleich. Das ist der Peugeot und der Peugeot. Also der Motorsport vor Peugeot. Ja. So, die aber sind gleich. Das heißt, Motorsport vor Peugeot würde auf jeden Fall die Meisterschaft behalten, also die Meisterschaftsführung, wenn sie denn als drittes ins Ziel kommen, weil ja der Peugeot von No Limit nur auf Platz 5 liegt. Aber gleichzeitig würde der Audi ein bisschen aufholen, noch minimal. Wenn jetzt aber der Audi von No Limit sich noch vor den Thiermann Peugeot setzen könnte, ja, dann würde das was bringen, weil dann würden sie doch ein bisschen mehr Schritt machen, weil nämlich zwischen dem ersten und dem zweiten so welchen Nährpunkte gibt als zwischen dem zweiten und dritten. Ich weiß, das war jetzt schwierig, aber... Nee, ich kann es verstehen. Martin von Eulen jetzt mehrfach hintereinander schon persönlich schnell zur Runde gefahren. Ja, der wird jetzt Motorprogramm zapfen, also ich vermute mal, dass die jetzt ein bisschen Sprit übrig haben, weil sie jetzt ein bisschen ausfahren, die müssen ja auch erstmal wieder aufholen, ne? Nachdem sie die ganze Zeit hinter dem Hybrid-Peugeot da in lauer Stellung waren, die haben jetzt 4 Sekunden Rückstand auf den Kiermaier wohlgemerkt und der wiederum eine Sekunde Abstand auf Eger, wobei Kiermaier glaube ich eben schon wieder nicht gut, Martin. Also die Lesmo-Kurven von innen anzufahren, das ist so ähnlich, wie soll ich sagen, das ist wie wenn du mit 250 in der Autobahn ausfahrt in Deutschland fährst. So ungefähr ist das, wenn man die Lesmo-Kurven von innen anfährt. So. Ja, und MSVAL hat jetzt die finale Waffe, Sören Kolötzey, ausgepackt. Auf dem Schrödel-Auto meinst du, um in ganzen Sätzen zu sprechen, weil es hätte ja auch das Jäger-Auto sein können. Ja, also die wollen jetzt noch einmal, wobei ich denke mal, die werden trotzdem. Also wenn der Sören jetzt da anfängt und macht die Attacke, dann würde ich mir verrückt erklären. Wobei ja eigentlich der Sören ein bisschen verrückt ist. Aber das macht nichts, das ist meine persönliche Meinung. Ich bin jetzt nur gespannt, wenn der Thiermann kommt und ich denke mal, dass der jetzt danach noch eine Runde draußen bleibt. Er ist jetzt im zweiten Sektor. Falsch, das ist der Guido Jonja, ich bin falsch. Jemand ist auch im gerade in den dritten Sektor reingefahren. Ist gerade durch die Ascari durch. Ja, so und ich denke eine Runde noch draußen, dann kommt er rein. Deswegen gucken wir mal. Wir gucken einfach mal dem Benjamin zu und dann würde mich interessieren, weil... Ja, mich würde interessieren, inwieweit der Fege vielleicht aufholen konnte, aber ich glaube bald, dass der Fege gar nicht aufholen. Oh, Thiermann kommt schon. Dann haben die jetzt aber gepusht, weil die sind jetzt eine Runde weniger gefahren. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wo der Fege ist. Also Fege ist jetzt Zufahrt Ascari, ja.
Das heißt, der hat jetzt den dritten Sektor noch vor sich. Währenddessen wir mal gucken, inwieweit wann der Tiermann wieder losfährt. Weil der Tiermann, denke ich mal, der wird jetzt nicht ewig stehen. Nee, garantiert nicht. Eine halbe noch Stunde steht er Schluss. Aber. Ja, ja, der steht noch. So, wo ist denn der Fege? Fege ist jetzt, jetzt fährt Tiermann. Fege ist, fährt jetzt in die letzte Kurve. Tiermann noch in der Boxengasse. Das lag ja, kommt nicht, aber jetzt aber ans die Ende. Frage ist, wo, wie weit kann jetzt der Fege ranfahren? Vorhin waren das irgendwann immer 5 Sekunden, ja? Im Schnitt. Ja, das werden es 7-8 sein. Ja, ich glaube es auch bald. Ja, 10 bald. Also da hat der Fege jetzt sogar noch Zeit verloren. Das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, mit dem Freifahren und nicht Freifahren. Also die haben jetzt gut 5 Sekunden kassiert bei der ganzen Aktion. Ich glaube auch nicht, dass der Fege das jetzt aufholt. Vermutlich nicht. Ich denke mal, dass selbst Killerfisch da jetzt noch mal ein bisschen Reservesprit drin hat. Ja, ansonsten, wir haben keine direkten Zweikämpfer, außer dass der Sonnenberg in Respektabstand von 2 Sekunden hinter dem Martin van Ooyen her herrscht und der Martin van Ooyen hängt halt jetzt 6,5 Sekunden hinter dem Philipp Jäger. Also da müssen wir jetzt mal gucken, wobei das Timing hier nicht stimmt. Also Fege und Tiermann, das sind keine 13 Sekunden, sind so um die 10 Sekunden Abstand. Auch wenn das Timing hier irgendwas zurecht lügt. Der engste Abstand ist Sonnenberg, Martin van Ooyen auf jeden Fall. Also das ist jetzt Sonnenberg, Martin van Ooyen ist die Position davor. Gucken wir uns gleich mal die Abstände an. Aber ich bin schon wieder sprachlos. Wahnsinn. Ich bin extrem sprachvoll. Also, ich habe gerade beobachtet, der Vapomotor Aston Martin war gerade in der Box und ist wieder rausgefahren. Und ich fand, der stand extrem lange. Deswegen habe ich da kurz einen Atem angehalten, weil der eigentlich nicht mehr so viel Sprit braucht jetzt für 24 Minuten. Meinst du nicht? Das waren halt jetzt gerade die. Ja, das ist richtig. Das waren halt die Ängste eines besorgten Teamchefs. Machst du dir Sorgen um deine eigenen Autos? Ja, manchmal schon. Sind zwar gut versichert, aber. So, Colozzi gerade persönliche Bestzeit gefahren: 33.0. Die Spitze fährt momentan, also letzte Runde 36,9, aber ich glaube, das ist noch die Runde, wo sie aus der Box kam. Kann man nicht für wahre Winzer nehmen. Fege 33,4. Ja. Harald, wenn ich nichts sage, brauchst du nicht auch nichts zu sagen. Du kannst ruhig ja, auch was ich habe gerade überlegt, also die GT1-Fahrzeuge waren ja ziemlich genau bei einer Stunde Restzeit in der Box. Oder ziemlich genau nach einer Stunde immer. Die haben die Stunde fast immer genau vollgekriegt oder knapp überschritten. Und ich habe mich gerade gefragt, die knapp vor Ablauf einer Stunde reingekommen sind, die müssten ja theoretisch nochmal kurz reinkommen und ich habe aber nicht mehr auf dem Schirm, wer das war. Ich meine, ich hätte zwei GT1-Fahrzeuge gesehen, die die Stunde nicht ganz voll gemacht haben. Dann klick doch einfach und guck. Das ist, du bist so ein schlauer Mensch. Ich helfe dir mal. Ein GT1-Fahrzeug kann so um die 35, 36 Runden fahren. Ja? So, und jetzt guckst du einfach, welche Teams ja, zuletzt weniger als 35, 36 Runden gefahren sind. Also im Grunde genommen, welche Teams vor der 70. Runde in der Box waren. Ja, das würde auch wunderbar einfach nachzugucken sein, wenn ich nicht alle 4 Minuten den Erfaktor Monitor neu starte. Dann sind nämlich die alten Runden weg.
Recht. Und schon weißt du, warum ich grübel und nichts mehr sage, weil ich rechne. Aha. Skandalös. Wir haben uns schon wieder den weltschönsten Designer-Kühlschrank im Bild. Warum ich jetzt das Auto eigentlich im Bild habe, hat folgenden Grund. Ich glaube, dass ja der Mike Vogt von M-Technology momentan so ein bisschen sich die Hände rubbelt, ja. Weil ja jetzt auch ausgerechnet noch der Patrick Müller von Core zwischen den Panos und den Porsche von M-Tech gefahren ist und somit da auch noch mal zusätzlich ein paar Pünktchen rausspringen, ja. Und ja, und der Mike mit seinem rot-weiß lackierten Wahnsinnsflunder aus Zuffenhausen jetzt doch wieder ein bisschen Boden gut macht in der GD2-Wertung Richtung dem hier fahrenden grünen Panos. Also wie gesagt, also ich glaube, die Saison wird wirklich bis zum Rennen noch ziemlich spannend. Gegessen ist da noch lang nichts, außer vielleicht in der GD1-Klasse, ich weiß es nicht, weil der Grödiger, wenn die heute schon wieder gewinnen, dann hatten die ja nur den Aussetzer in Le Mans, wo sie mal gerade in den ersten paar Minuten das Auto rückwärts eingeparkt haben. Ansonsten haben die ja fast eine Traumsaison bis jetzt hinter sich. Ja, das ist wohl richtig. Da müsste eigentlich nochmal wo der Defekt oder Pechteufel zuschlagen, sonst wäre das schon unverständlich, wie es bei denen läuft. So, Rick Werner in der Box. Ja, so, da hättest du übrigens schon einen deiner GT1, die nochmal danken mussten. Ja. Ja, ja, ja. Das Hausen gerade, das jüngliche Bestzeit, also der hat uns wahrscheinlich jetzt erhört. Wobei der so viel Rückstand hat, also der hat 74 Sekunden, das wären 1 Minute 13 für alle, die nicht rechnen können. Ja, der war innerhalb Rückstand von 10 Runden dreimal drin, eben bei seinem ganzen Defekt-Abo. Ja, also Hausen 6 Boxenstops, ne? Wobei ich glaube, man muss da den ersten mit dazu zählen, also die Boxenausfahrt. Der einzige, der da auch noch auf das Niveau kommt, ist der Tobias Haverkamp. So, Werner fährt wieder auf die Piste. Ja, da gucken wir uns einfach mal die Führenden an. Wir fangen mal von hinten an. Das Auto von M-Tech hat man heute so gut wie noch gar nicht im Bild. Das ist der, ja, ERS Racing verkauft. Ist ja alles verkauft. Alles schon verkauft. Ja, also das ist jetzt der führende Colozzi, fährt gerade schnell zu Rennen runter. So. Auf einem VE Racing LMP1. Mach nur, also ich sag mal, Sören, nichts sagen, aber zack, das Auto ruhig. No Limit, die tun sich die Hände rubbeln. Ja, ich meine, du holst jetzt auch in den letzten 19 Minuten auch noch über 50 Sekunden auf. Wachs das. Drück dir die Daumen. Nee, jedenfalls Sarkasmus aus. Wo waren wir stehen geblieben? Der Vitamin C ist krebserregend, wolltest du sagen. Nein, ja. Ja. Der Sören wird es auf jeden Fall nicht schaffen aufzuholen. Nein, davor. Das ist mein Fazit. Bevor ich zum Sören gekommen bin, habe ich gesagt... M-Deck. Ja, da war ich, weiß ich, und danach? Sören fährt die schnellste Runde. Nee, dazwischen. Okay, ich sehe schon, du weißt auch nicht mehr, also nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ja, jedenfalls. Also, M-Deck führt in der GD2-Klasse. Platz 2, wie gesagt, haben wir den Core Motorsport Porsche Junior hier im Bild. Auf Platz 3, wie gesagt, hat man das eben im Bild, den grünen Panos. In der GD1, ja, wieder Core, vom Core zu Core. Das ist nämlich still und heimlich, hat der Mann, der sich vorhin noch total geschüttelt und gefürchtet hat, der Robert Gödiger, wieder die Führung erkämpft, erklommen. Ja. Der Robert führt vor dem Sascha Engelhardt in der Corvette von Killerfish und auf einem sehr starken Platz 3 Felix Hein. Ja, toll. Ja, wir haben quasi zur Form der ersten Saison zurückgefunden, die grünen Blitze. Die hatten ja in der letzten Saison eher verlängertes Zwischentief und jetzt so langsam kommen sie wieder dahin, wo sie ursprünglich auch mal waren. Gefällt mir ja besser so. So,
freut mich, wenn dir das so gefällt. Ja, mir gefällt das auch, dass endlich mal in der GT1-Klasse mal ein bisschen Konkurrenz aufkommt. Nur dass im Moment in meinen Augen das immer noch alles zu sortiert vonstatten geht. Oh, ich kriege hier Insider-Informationen. Hier bei diesem Wagen fehlt was. Ja. Somit wird er aber nicht mehr gewinnen heute. Ich vermute auch nicht. Es wird natürlich jetzt tierisch angegangen. Seh nix. Langsam, ganz langsam, noch langsamer. Ist er denn weggeflogen? Ich weiß es nicht. Da hinten liegt er. Da liegt er. Ja, dann ist er wohl dem Herrn Wildenauer hinten reingefahren. Mal gucken. Desmo 1 und zack! Das war aber jetzt ein bisschen komisch, nicht? Ja, da ist mir jetzt auch irgendwie die Motivation gefehlt, das gut nachvollziehen zu können. Also hat er denn den in Wandfarbe lackierten Porsche nicht gesehen? Ja, so kann man das sagen. So sah es zumindest jetzt wirklich aus. Mit. Vor allen Dingen, mit der fährt noch eine Runde. Oder sind wir immer noch in der Wiederholung? Nee. Der fährt ohne Front noch eine Runde. Vielleicht hat er das gar nicht gemerkt. Vor allen Dingen, jetzt halte ich fest, gell? Weißt du, wer auf Platz 2 liegt? Tobias Sonnenberg. Weißt du, welches Auto das ist? Killerfisch. Das heißt, die würden jetzt gewinnen. Ja. Das heißt, der siebte Sieger im siebten Rennen. Das wäre natürlich der Buller. Ja, mit so einem Auto noch in der letzten Kurve, bevor man in die Box fährt, überholen, muss man auch nicht machen. Der fährt durch, pass auf, der fährt durch. Der fährt durch. Ja. Die Frage ist nur, ob der 15 Sekunden jetzt wirklich sich das antun will. 15 Minuten? 15 Minuten. Ich meine, auf der Geraden ist er natürlich klar schneller als der Sonnenberg, aber. Ja, kommt drauf an. 8,6, wir beobachten. 8,6 Sekunden Abstand. Also so ist er, zumindest steht so noch nicht fest, ob er den Platz verliert. Und wenn er die Box fährt, steht fest, dass er den Platz verliert. Also von daher kann ich die Entscheidung nachvollziehen. Ja, ja. Aber im Moment sind es nämlich 10 Sekunden jetzt. Bin ich mal gespannt. Denkt, ich habe Angst und übertreibe voll. Ja. Ja, zack, nochmal in der Box. Das könnte der zweite GT2 gewesen sein, den ich meine. Ja, dumm wäre natürlich, wenn jetzt so ein stark beschädigtes Auto schneller wäre, ja, als ein Auto, was ganz ist. Das wäre natürlich dumm. Ja, das merken sich doch alle für nächstes Jahr Monza-Rennen und fahren in der ersten Runde sich die Karre krumm, damit sie schneller sind. Ja, da gab es ja schon ein Ausschlussverfahren in der Racers League, wo es damals darum ging, vor allen Dingen hatte da jetzt schon zum zweiten Mal hier in Folge, Philipp, das darfst du nicht. Also wenn du das nochmal machst, kann sein, dass du dafür einen Protest kriegst im Nachhinein. Es gab letztes Jahr, weiß ich, in der Racers League, ich weiß aber nicht in welcher Serie, das muss eine Tourenwagen-Serie gewesen sein, da sind sie auf der Abus gefahren. Und da hat es ein Kollege fertiggebracht, der hat sich mit Absicht im Anfang vom Quali und Anfang vom Rennen jedes Mal die Flügel abgefahren an der Wand und ist dann Vollgas an der Außenwand entlang. Also ich wäre übrigens gerade aufgeklärt in der DTM von der Racers League, muss das wohl gewesen sein, hat sich jedes Mal die Flügel abgefahren und ist dann Vollgas an der Außenwand entlang gefahren, ja. War damit pro Runde 2 Sekunden schneller, der ist dafür gesperrt worden aus der Racers League. Mal als Info. Ja, nicht jede gute Idee kommt gut an. Ja. Genau. Ja, er hat jetzt ungefähr eine Sekunde verloren in der Runde. Das heißt, wie viele Runden haben wir noch? Ungefähr 6, 7 oder 8 Runden haben wir noch. Könnte wirklich knapp werden. Das könnte wirklich zum Foto, finde ich, hier werden bei den beiden. Ja, aber da darf jetzt der Philipp nicht jede Runde hier Ausgang Ascari voll über den Kies, ne? Also das muss man jetzt lieb und klar sagen. Ich denke, wenn das Versehen wird jeder drüber weggucken mit so einem Auto, aber spätestens jetzt hier in der dritten Runde darf das dann nicht mehr passieren.
Er tut's wieder. So, und das ist jetzt was, also ich denke mir, dass das sich die Gegner und auch die Rennleitung angucken werden. Ja, weil ich sag mal, das Auto ist beschädigt, aber spätestens in der dritten Runde muss er dann eigentlich auch wissen, dass das Auto in der Kurve nicht voll durchgeht, ja. Und dementsprechend gucken. Also wie gesagt, ich bin da vorsichtig. Ich will niemanden hier anstiften, aber ich finde das nicht, ich tue das nicht für gut heißen, wollen wir es mal so ausdrücken. So, durch den kleinen Ausfall in der Parabolika natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit verloren. Und der Sören hat noch eine schnellste Runde drauf. Ja, endlich VI mal schnellste Rennrunde. Mein Glückwunsch an dieser Stelle. Ja. Ich würde ja vorschlagen, wenn es irgendwas ist und Server-Neustart, dass man dann jeweils die Rennzeit um eine Viertelstunde verkürzt. Damit man nicht allzu sehr aus dem Zeitplan kommt. Ach so. Ja, wie gesagt. An dieser Stelle, das muss die Rennleitung selber wissen, was sie da macht und was nicht. Ob sie einen Restart macht oder nicht, das ist, wie gesagt, der Rennleitung selbst überlassen. Ah, ich denke mal, Christian Tegel lässt abreißen. Der fährt hier anderthalb bis zwei Sekunden langsamer, als er das bisher getan hat im Rennen. Der wird den Tiermann da vorne fahren lassen. Jo. Ich glaube, bist du dir sicher, dass das Sonnenberg wirklich aufholt? Von den Rundzeiten, ja. Jäger 39,5, Sonnenberg 38,0. Anderthalb Sekunden. Weil von den Abständen, die hier eingeblendet werden, das irgendwie nicht so richtig. Denn wir sind jedes Mal um die 6 Sekunden, 6,5. Wir sind bei 37,8 und nur 30.000stel Unterschied jetzt in der Rundenzeit. Kann mit dem Verkehr zu tun haben, aber ich prognostiziere ein knappes Ergebnis. Jetzt. Martin von Eulen, persönliche Bestzeit. Ja, aber von Eulen ist der weit weg. Das ist leider richtig. Der Jäger hier noch ein bisschen aufgehalten. Ja, aber wobei Jäger jetzt eigentlich mehr Vorteile hat als Sonnenberg, weil Jäger halt sehr viel schneller an den GTs vorbeikommt, ne? Muss man dazu sagen. Jetzt macht er das schon besser, der Philipp. So ist es auch, sage ich mal, für jeden ersichtlich, dass das passt. An dieser Stelle ist das in Ordnung. Ja, und wenn er jetzt mit dem beschädigten Auto diesen noch nach Hause retten kann, dann ist das eine super Leistung. Ja. Bin gespannt. Bei die Runde hat er verloren. Ja, hat er deutlich verloren. Hat er aber auch ordentlich Verkehr, muss man dazu sagen. Wird auf jeden Fall jetzt ein spannender Schlussakt, noch 8,5 Minuten. Restzeit, Van Ooyen fährt jetzt eine schnellste Runde nach der anderen, wobei ich glaube, dass Van Ooyen jetzt wahrscheinlich Sprit übrig hat, da noch ein bisschen pusht. Bei Quality, ja, weiß nicht. Hat immer noch schnelle Zeiten, muss man erlassen. Wie gesagt, ich warte hier nur mal alle. Wir sammeln Punkte. Da hinten fährt irgendeiner wild, Haverkamp. Ja, Haverkamp, genau. Ja, ansonsten können wir mal jetzt nochmal durchgehen. Also, führender momentan ist das Auto von Killerfish, auch wenn da unten VE Racing steht. Killerfish LMP1 mit Benjamin Thiermann am Steuer.
Auf Platz 2 haben wir den Christian Feger im No Limit Audi. Auf Platz 3 Sören Kolozi. LMP1 ist das wohlgemerkt alles. Sören Kolozi vom Motorsport for All. Platz 4 David Wöhlecker im OSR Audi. Platz 5 Patrick Fester im No Limit Peugeot. Platz 6 Alexander Becker VRS. Hier kommt er ins Bild. VRS Audi. Platz 7 Peter Kiermaier im RS Peugeot. Platz 8 ist der führende LMP2, der im Moment ohne Front umherfährt, mit Philipp Jäger am Steuer zurzeit, Motorsport for All. Platz 9 Tobias Sonnenberg, der gerade ein bisschen aufholt, so wie ich das mitgekriegt habe, auf den Philipp, wobei im Moment die Zeiten wieder was anderes sagen, aber wir warten ab, da kommen wir gleich dazu. Platz 10, das ist der drittplatzierte LMP2 Martin van Ooyen Quadriga Corse. Platz 11 Stefan Wielke im VRS LMP2. Platz 12 Friedrich Laditz, das ist der LMP1 von VE Benzin betrieben. Platz 13 Marcel Mursa im OSR LMP2. Platz 14 ist der Sebastian Fleming im VE LMP2. Platz 15 der führende der GD1, das ist Robert Grödiger im Lamborghini Murcielago RGD von Core Motorsports. Platz 16 Sascha Engelhardt, der zweitplatzierte Killerfisch Corvette. Platz 17 Felix Hein im Green Flash Saline auf Platz 3 liegend in der GD1. Platz 4 und dann Gesamtplatz 18 Sascha Kappel Verbo Moto 2. Platz 19 Erik Werner in Killerfisch Salin. Platz 20 Markus Gerzak im Lamborghini von WH Racing. Platz 21 führender GT2 Christoph Bartels. Platz 22 damit zweitplatzierter GT2 ist Patrick Müller, Core Motorsports. Platz 24 Michael Geisler. Nee, hä? Ich habe hier eine Verachtung. Blödsinn. Platz 23 Lukas Hausen. Jetzt bin ich noch in der Zeile falsch. Lukas Hausen im Panos von L-Square. Das ist der drittplatzierte. Dann 24 Michael Geisler, Leap Racing Porsche. Platz 25 Tobias Haberkamp. Das ist der letzte der GD1-Klasse sozusagen. Verbo Moto 4 ist es, ne? Richtig. Ja, Verbo Moto 4. Dann Alex Sturm im All-Star Racing Porsche. Also ich glaube, die All-Star-Jungs, die haben sich hier auch mehr erhofft im Monza. Beziehungsweise vielleicht gehören die auch zu der auserlesenen Sorte, die Monza hasst. Ist der Mercatak wirklich noch in der Box? Weil er hat gerade auch einen Platz verloren. Der war doch vor 5 Runden schon in der Box. Der ist in der Box. So, okay. Gucken wir mal. Und Kappel in der Box, kurz vor Schluss. Markus Nofke im VE Auto. VE GD2. Und last but not least Wolfgang Wildenau, OSR Porsche. So, jetzt kommen wir zum Jäger und zum Sonnenberg. Also Jäger und Sonnenberg. Ich weiß nicht. 6,6. Jäger hat wieder gut gemacht. Halt. Sehr ungewöhnlich. Dass ein Auto mit diesem Schaden nicht mehr Nachteile hat, ist etwas seltsam. Ja, das Problem, oder ich erkläre mal gerade den technischen Hintergrund, das liegt einfach daran, ein Teil am Auto ist und ist verformt, wird den R-Faktor natürlich der Luftwiderstand errechnet, der dann höher wird, ja? Dadurch wirst du langsamer. Das Teil aber kann R-Faktor mathematisch gesehen mit 0 nicht mehr rechnen. Das bedeutet, nichts dran, kann auch nichts berechnet werden und somit hat das Auto an der Stelle keinen Widerstand. Keinen Luftwiderstand. Hat aber auch keinen Abtrieb, wohlgemerkt. Ja, je nachdem, was man da für eine Streckencharakteristik hat, hat man entweder keinen Nachteil oder keinen großen oder halt einen enormen Nachteil. Ne? Richtig. Ich denke mal, in Portimao oder auf der Nordschleife wäre es so ziemlich arm dran. Richtig. Gerade wenn Gruppen ins Spiel kommen, die einen ziemlich hohen Anpressdruck brauchen,
wärst du hier mit dem Auto eigentlich aufgeschmissen. Ja, Tobias Sonnenberg, Junge, gib Gas, wenn du der siebte Sieger der Saison werden willst. So wird das nämlich nix. Ja, der Fege macht sich aber auch total unspannend. Warum fährt denn der so langsam mit einem Schlag? Vielleicht sind da Motorprozente. Nee, das glaube ich nicht. Die Sorgen machen. Das glaube ich nicht. Ich denke mal, der will noch nicht mal anbrennen lassen. Macht vielleicht jetzt bei den Zweikämpfen richtig locker. Ja, 1 Minute 35, das bedeutet bei 1 Minute 37 Rundenzeit, nee, 1:33, wo ist der Führende? Der Führende, ja, das gibt danach noch eine Runde, das ist noch nicht die letzte. Ach so, also der, ich gerade aus dem No-Limit-Boxenfunk gemeldet, dass wohl der David Wöhlecker anfängt mit dem Christian Fege zu kämpfen und der will natürlich nichts mehr anbrennen lassen. Wir können da mal kurz hinschalten. Thiermann muss auf jeden Fall da nochmal um, würde ich sagen. Aber Fege scheint jetzt... Nee, Fege ist nicht durch. Also der hat sich jetzt wirklich an dem Wöhlige nicht vorbeigetraut, weil er Angst hat, dass der Wöhlige wahrscheinlich nochmal richtig kämpft, ja. So, dann genießen wir einfach dann die letzte Runde mit dem Herrn Thiermann. Der müsste jetzt auf jeden Fall nochmal über die Linie gehen, ohne dass die Zeit abläuft. Ja, starke Vorstellung von Killerfisch, kann man sagen. Kommt noch eine Runde, noch ist es nicht vorbei. Ja, bis jetzt war die Vorstellung auch schon stark. Ja. Und da wird die Leistung belohnt. Also Platz 1 in der LMP 1, ja, Platz 2 in der LMP 2. Um Platz 2 in der GT1, was will man mehr, ja, also... Gesamtausbeute ist sehr gut, einziges, wie sagt man dazu, einziger Pechvogel war natürlich der Salen, der ist ein bisschen, ja, zum nicht ganz so beglückten Teilnehmer geworden, da ist einiges schief gelaufen. Aber gut, insgesamt die Ausbeute sind ja alle im Ziel, wenn auch nicht alle auf Bestplatzierung, aber drei davon auf guten Platzierungen. Ja. So, fahren wir die letzte Runde noch mit hier. Ja, zweite Lesmo. Benjamin. Oh, hier kommt der Panos noch einmal. Davor ist noch einmal, sieht aus wie der LMP2 von VE. So ist es, genau. Im Moment der Herr Fleming im Auto. Zeit ist abgelaufen schon, die Ascari noch einmal. Da wo ich jetzt mal schön rumfahren, genau, dass auch ja nichts mehr anbrennt. Da kommt da der Green Flash. Felix Hein am Steuer. Ja, so, und damit biegt er jetzt gleich ein. Und jetzt lässt er sich, wenn er schlau ist, lässt sich der Herr Jäger jetzt sofort überholen. Ansonsten müsste er noch eine Runde. Aber er lässt sich nicht überholen. Ja, aber selbst wenn er, braucht er ja nicht unbedingt. So, Glückwunsch an dieser Stelle an den Benjamin Thiermann. Der andere ist ja dahinter. Also der Führende ist ja zwischen den zwei. Das heißt, ja, der, ja, ja. Der Jäger tut im Sonntag jetzt sogar noch eine Runde aufdrücken. Ja, so ist es wohl. So, an Hätt dieser Stelle gedacht. Glückwunsch. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Ich habe einen Überblick verloren. Wo ist denn der Christoph Bartels? Das ist hier der Zweitplatzierte der GT2. Buch gerade den. Also Jäger ist noch auf der Strecke, Gödige über die Linie, wo ist ein Bartels? Ist auch schon drüber. Ist auch schon drüber. Die sind alle schon drüber. Ja, dann machen wir die Schlussrunde, würde ich sagen, mit dem Philipp Jäger. Weil das ist dann eben. Oh, da hat's gescheppert. Ja, das ist der Patrick. Der muss dann immer alles kaputt machen. Chor hat's ja. Der war ja auch schon drüber. Ja, der Philipp. So, und Kulötte jetzt auch drüber. Auf seinem Schluss. Keine schnellste Runde mehr, aber als einziger eine 1:31 gefahren. Ja, mit Knöpfchen. Ja, das macht er nicht. Hätten die anderen ja auch tun können in der letzten Runde. Die haben sich entspannt zurückgelehnt. Ja.
Dann hätte natürlich auch Motorsport vor allem mäßig das Auto noch zerlegen können. Dann wäre aber die Brüllerei ganz groß gewesen. Ja, so, jetzt, damit kommt jetzt auch der Sieger der LMP2-Klasse drüber und damit das letzte Auto, was noch auf der Piste unterwegs ist. Und ich würde sagen, doch, war doch ganz erfolgreich, das Rennen. An dieser Stelle, Harald, würde ich dich bitten, ich mache eine Einspielung, einen Teaser. Und ich suche ein paar Leute zusammen. So, geh mal vom RD kurz raus.